Mit der jüngsten Korrektur der Aktienmärkte, da kann sich der Goldpreis über dem Tief vom Dezember 2013 halten, ist aber immer noch seit dem Juli hier im Abwärtstrend. Unterstützend, da wirken die vielen Krisen und die weltweit schlechter werdenden Konjunkturdaten. Sollte die Kursschwäche dann an den Aktienmärkten enden, gibt es wieder weiteres Abwärtspotenzial für das Edelmetall Gold. Auch das schauen wir uns charttechnisch mal an. Liebe Zuschauer, wir werfen direkt einen Blick auf den Jahreschart. Und sehen hier im März das Jahreshoch, nämlich bei 1.388 Dollar pro Feinunze. Da lag man noch sehr, sehr hoch. Momentan ja mit 1.223,7 Dollar pro Feinunze. Natürlich niedrig, 0,2%. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Sie sehen hier, da hat sich das Gold dann wieder vorsichtig über den langfristigen Trend gehoben. Also hier ein Kaufsignal erstmal aufgezeigt. Und Sie wissen immer, wenn es anfängt zu kriseln, gerade was geopolitische Krisen angeht, da muss man sagen, flüchten sich die Anleger dann oftmals in das Gold. Aber wir sehen eben auch, dass Gold schon einiges an Einbußen hatte in der Vergangenheit im Dezember mit diesem Doppelboden historisch niedrig. Und immer wenn, das sehen Sie hier sehr schön, die Krisen etwas abflauen, beispielsweise hier im März dann in der Ukraine, da wurde es etwas ruhiger um Russland und die Ukraine, da ist dann auch der Goldchart hier in eine Seitwärtsrange, die Performance in eine Seitwärtsrange gefallen. Es sah nach Beruhigung aus. Gut, wir wissen, dass es momentan nicht der Fall ist mit der Beruhigung, aber es sah zumindest im Mai, Juni nach Beruhigung aus. Allerdings ging es dann hier im Sommer geopolitisch, was die Krisen angeht, natürlich auch wieder ordentlich rund. Das heißt, eben im Nordirak gab es weitere Unruhen, die noch dann zu dem Ukraine-Konflikt dazu kam. Das hat einige Anleger dann nochmal hier in den Goldpreis oder zum Gold getrieben. Aber momentan muss man sagen, ja, da sieht man dann eher einen Abwärtstrend. In den letzten 3 Jahren bei dem Edelmetall Gold, da werfen wir einen Blick. Und ja, was sehen Sie als erstes? Im Prinzip bräuchte ich gar nicht hier stehen und Ihnen das zu erklären. Denn diesen Abwärtstrendkanal, der ist mehr als eindeutig. Der langfristige Trend, der fällt hier fast wie ein Stein nach unten, nach Niveaus, von denen wir momentan eigentlich träumen könnten. Weit über der Marke von den 1.700 Dollar pro Feinunze war man hier. Gut, es war natürlich auch im Prinzip recht schwankend. Man war immer mal wieder kurzzeitig unter dem langfristigen Trend, aber dann ging es rund hier im Jahr 2013 und zwar rund nach unten, muss man sagen. Mehrmals angetestet, hier auch historisch niedrige Marken, bis man dann, wie gesagt, 2014, aber eben aufgrund eher von den Krisen auf der Welt beim Gold profitieren konnte. Liebe Zuschauer, wir werfen noch mal einen weiteren Blick auf die Einzelwerte.